Sei du, war das denn auch? Nein, doch, nein, doch, nein, doch, was? Nein, nein, das war's. Hast du mir das erzählt? Ist das öffentlich? Welche komplizierte Geschichte? Es ist gerade komisch, neben dir nachher Schweizerdeutsch zu reden, glaube ich. Echt? Ist, wie ist, wir das jetzt Englisch reden? Ja. Okay, krass. Und wer aussieht Paris Français, du? Oh, das war gut. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mal wieder nicht alleine, sondern wir haben auf meiner linken Seite. Hallo! Hallo, was machen wir heute? Wir spielen heute Kiss, Mary, Ghosting. Weil wir wollen niemanden umbringen. Ja, wir denken, wir wollen nicht so gemein sein. Dem Ghosten ist einfach. Wir machen es ein bisschen spezieller. Du ziehst einzeln und du musst direkt sagen, Kiss, Mary, Ghosting. Ich check jetzt, gut. Willst du anfangen? Ja. Kann ich anfangen? Ja. Du kannst sagen. Nein, du bist mein Gast, du darfst gerne. Danke. Oh Gott, okay, Paolo Muck. Paolo ist immer Management. Ja. Also wir kennen uns schon. Man sagt ja manchmal so als Joke zu Typen, ja, den würde ich heiraten. So, also ja. Das ist als Witz. Aber man macht es einfach weird, wenn man das sagt. Das ist so wie, als würde man das so zu seinem Bruder sagen. Oh. Aber ja. Der ist einfach immer Management, da bleiben wir professionell. Don't fuck the company. Stimmt. Hast du gut geredet? Paul wird geghostet. Oh. Zeki? Ja. Oh Mann. Na, Zeki ist ja wirklich früher als ich, oder? Der ist schon über 30. Ich glaube schon, ja. Oh. Einfach ein Kuss. Mit euch soll er packen, nicht Kuss. Stimmt, wieso haben wir Kuss genommen, wie langweilig. Wir nehmen einen Ghosting anstatt Kinder. Nein, das ist so ein Kinderkram, Alter. Was machen wir? Zeki würde ich küssen. Ja, einmal. Ja, das ist nicht so geil. Und wie alt ist er denn wirklich? Weiß ich auch nicht. Bis 40. Ist kein Problem. Ja. Der letzte, der wird jetzt geheiratet. Pronto! Ja, das ist gut. Ja, der kann kochen. Ja. Jeden. Ah, oh, das ist ein Ring. Aber ja. Oh, kocht er eigentlich auch wirklich so gute Sachen? Nein, ich glaube, ich habe nur frittiert viel zu genau. Ja, und der zerschneidet immer irgendwas. Scheiße. So soll die Scheidung einreichen. Jonas Ims. Oh mein Gott, ich weiß, was du jetzt sagst. Was? Heiraten, obviously. Wirklich? Wir haben heute das Video gesehen. Nein! Bitte kurz Clip einfügen. Meine Schweizer YouTuberin Nati Style ist ein Riesenfan von ihm und ich werde jetzt Nati Style per FaceTime anrufen und sagen, ja, ich will sie etwas fragen und dann ist einfach er dran. Nimm mal. Hallo? Was? Geht's sehr gut, hallo? Das habe ich am Adi noch nicht verzeiht. Ne? Das ist mein Fangirl Moment, den er zerstört hat. Ich wollte Bro mit ihm werden. Und dann sei ich mein Big Fan. Nein, ich bin Bro. Ich hab dich danach schon mal getroffen, oder? Ja. Was es war so ein awkward gewesen. Vor allem, ich habe... Er ist mir nachher gefolgt auf Insta und dann hat er ja gesehen, meine DMs. Und ich habe ihm vor 6 Jahren oder so ich mal eine DM gemacht. Kannst du noch Alter erraten? Dieses YouTube-Video, wo wir ein Bild schicken und sein Alter. Ja. Das hat er gemacht. Ich glaube mit 14 oder so. Hat er die dran genommen? Nein. Schade. Aber später hat man so haha auf das geschrieben oder so. Von dem her, ich heirate dich Jonas Ems. Ja, wirklich? Ja. Freddy. Was soll ich denn Freddy? Die Frage ist ja, würdest du die nächste Person... Eben. Freddy ist super, Dude. Liebe. Aber reicht's für einen Kuss? Das Ding ist, wenn eine Elevator Boys da drin. Bist du... Bist du die Elevator Boys? Ja, Küsse. Ja. So als Flex, ja. Ja, ich kann Elevator gehen. Also ich, doch, komm, tu den Freddy küssen. Auch so als Erfahrung, weißt du so. Als Erfahrung, wie so ist. Oh nein, jetzt kommt der Benny! Verdammt! Würdest du ihn heiraten sonst? Naja, nicht. Oh mein Gott, okay, wir haben jetzt eine Person. Ich werde heiraten. So bist du Milo. Soll ich Milo heiraten? Nein, es ist Philipp. Philippa. Ah ja, ich kann mir noch kurz sagen, wir haben 2 Girls da hier. Wir haben uns überlegt, haben wir irgendwelche Girls, die wir beide kennen? Zwar, wir haben 2 Freundinnen und das war's. Traurig. Oh, wir können schon spoilern, es kommen dann ganz crazy YouTube-Videos zu vierten. Hoffentlich. Wir sind vierte in Ferien. Wir gehen in Urlaub und wenn es gut läuft, dann machen wir wirklich Content. Ja. Aber es kann auch passieren, dass wir es nicht machen. Ja. Sedo. Was ist denn auch? Nein, doch, da war doch was. Ich weiß nicht, woher das war. Hast du mir das erzählt? Ist das öffentlich? Welche komplizierte Geschichte. Flashback. Scheiße. Nein, das sind noch Küsse. Also ja, Leute! Ich habe mich, glaube ich, noch nie so über einen Kuss gefreut. Leute, wir haben es geschafft. Ich habe den Moment mit Zello gehabt, dass sie bei 1 live war. Relativ gut dabei. Ja. Und dann haben wir ihn gesehen und ich so, oh mein Gott, Zello, ich schaue deine Videos immer zum Einschlafen. Und nachher? Er hat gesagt, er hat sich voll gefreut drüber. Aber ich dachte, was ist das für ein schlechtes Kompliment? Ich schaue deine Videos zum Einschlafen. Entweder küssen oder ghosten. Boah, schwer. Ich finde, Zello ist ein netter. Mhm. Aber?
Ich hab das Gefühl, da kommt noch was. Das heißt, du stellst ihn über alle anderen. Ich kann nicht, als noch kommt. Ich glaube, da kommt noch was. Da sind nämlich auch viele Freunde drinnen. Sedo, wir sind noch keine Freunde. Wir haben uns jetzt zusammen gesehen. Nein, ich ghoste Sedo. Irgendwann muss ich ghosten. Ja. Scheiße, Mann, Alter. Scheiße. Emma. Oh, Emma ist unsere zweite Freundin. Das heißt, der ist eigentlich der einzige Typ. Einfach ghosten. Ja, und Emma und Philippa kann ich heiraten und küssen. John. Boah. Boah! So. Ja. Das ist schwer. Ja, ich muss ich heiraten. Doch, ja? Ja! Der Lois! Sind wir lieb? Ja. Ist da mal was gegangen? Okay. Ich bin halt ein Gossip, man muss. Nein, alles gut. Ich glaube, ich habe eigentlich mit niemandem etwas sonst in der Influencer-Szene gehabt, außer mit dem Can. Und? Ja, ich hatte Adi einmal geküsst. Hm. Aber das war nicht so ein romantischer Kuss gewesen. Ich bin gezwungen worden. Bist du sicher? Wir reden später noch drüber. Ist gut. Der Loris ist ein Lieber, aber ist für mich so ein guter Friend. Weißt du nicht mehr? Oh. So ein. Oh! Er ist ganz lieb gemeint. Er ist ein guter Friend. Ich verstehe das. Ich verstehe ganz genau, was du meinst. Weißt du, ich gebe ihm ein Freundschaftsküssli. Okay. Das ist echt schlimmer als ghosten. Das ist die Frage. Und der Jontan. Der Jontan muss ich jetzt ghosten. Ja. RIP. Es tut mir leid. Aber der hat eher. Ich habe eher einen Freund, ich weiß gar nicht. Ja, ich bin nicht für uns. Schlechtes Argument, ich auch einen Freund. Julienko. Oh. Julienko Ghosty. Nein, Bro, der Cash. Der Fett Cash. Stimmt. Der hat Fett Cash. Nati, weißt du, kommst aus der Schweiz. Ja. Aber Geld ist nicht alles. Juli, den muss ich heiraten. Snack? Ja. Mhm. Der ist ein netter. Der ist wirklich so. Juli ist so ein Ameisenbär. Oh mein Gott, das ja. Schon, oder? Das macht jede mega viel, ja. Person stimmt dazu. Ameisenbär? Mhm. Ich weiß nicht, wie ein Ameisenbär aussieht, aber irgendwie ja. Das passt einfach. Du wärst der Dackel. Das wollte ich nur sagen. Wirklich? Mhm. Dann wärst du mich ein Hund. Ja, Dackel ist ein Hund. Ja. Im Küssen? Jetzt bin ich gespannt. Oh, Chiaku. Yeah. Ja, dann würde ich so einen Bussi geben. So. So kurz vorm Auftritt. So viel Glück. Pussy. Theo. Boah, das finde ich schwierig. Eigentlich habe ich bis jetzt immer Ghosting am Schluss genommen. Ich muss ich einfach für den Spice mal Ghosting am Anfang nehmen. Aber es ist ein Liebe. Ich habe das Gefühl, jetzt kommt noch so ein richtig crazy, weißt du? So ein richtig crazy Dude. Wie zum Beispiel der Herr Anwalt. Oh ja, okay. Dann darf ich heiraten. Ja. Der macht mega Sinn auch. Der macht einen guten Heiratsvertrag. Der wirbt für alles. Der holt dir aus jeder Klemme raus. Genau. Und der ist auch gescheit. Also, ja. Die nehmen einen Anzug an. Ja. Der will heiraten. So, wenn man küssen. Django. Ja. Den habe ich schon indirekt geküsst. Hat er... Ja. Gut. Wie geht's? 24 Tim. Dadurch, dass ich 24 Tim nicht kenne persönlich. Ja, boring. Wir sind auf einmal ghosten. Was ist jetzt, wenn noch schlimmere kommen? Wie noch schlimmer? Ich habe nichts so gut. Aha, nein. Ich würde 24 Tim wirklich ghosten. Einfach weil ich ihn nicht kenne. Gut. Ich habe nichts mit ihm zu tun. Adi Totoro. Adi? Oh, küssen oder heiraten? Schade, dass ich nicht mehr ghosten kann. Scheiße, Alter. Ich würde Adi heiraten. Weil das haben wir ja schon gemacht. Stimmt. Es macht eigentlich keinen Unterschied mehr. Das heißt, zweimal. Doppelt hält besser. Ja. So, wer muss küssen? Boah, stimmt. Oh mein Gott. Jetzt ist nur die Frage, ob es gut oder schlecht ist. Chris! Ja. Christian. Ja, nett. Findest du toll. Ja, es ist jetzt unangenehm, wenn er das sieht und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Aber Chris, ja. Ich würde die küssen. Oh, die letzten drei. Okay. Jetzt ist es aber wirklich spannend. Trimax! Oh. Oh. Ich habe noch nie, glaube ich, irgendeinen Content von ihm geschaut. Ich kenne ihn vom Can und ich kenne ihn vom Sunrise Festival. Aber er schreibt es im Sunrise Festival. Du, das ist ein Stream. Ist ein Streamer, oder? Ja. Ja, ich glaube, ich bin weniger auf dem Stream-Vibe. Und er ist, glaube ich, nicht so auf dem TikTok-Vibe. Und darum funktioniert das zwischen euch einfach nicht. Es wäre einfach kein Match. Mhm. Ja, darum möchte ich ihn einfach ghosten. Er wird zwar kraften. Milo! Oh! Oh! Ja, Milo wäre so ein Kuss. Ich glaube, das ist so ein guter Kuss. Er ist. Ja, aber das ist ein guter Kuss. Guter Kuss. Alter, den Rest muss ich heiraten. Ready? Mhm. Ich habe Angst. Theresa! Ah, okay. Ist Gott. Ja, ist cool. Der ist smart. Der ist cool. Der ist cool. Und smart. Shanksy! Wir haben mit der Hannah auch das Video gedreht. Was haben wir gedreht? Wer will eher? Mit spicy Fragen. Denk auf mich, lieber gerne. Abonniert mich, like das Video, den Glocke aktivieren. Tschüss! Tschüss! Toll war's. Tschüss! Ach, was ist der Handy auf Spanisch? Französisch. Ah. Arsch. Arsch. Das heißt Alter, nicht Arsch.